Und so hast du deinen Freistellungsauftrag bei Scalable Capital hinterlegt. Wir starten direkt in der App von Scalable Capital und gehen hier auf den Profilreiter ganz rechts. Ohne lang suchen zu müssen, sehen wir jetzt hier direkt den Menüpunkt Freistellungsauftrag einrichten. Wenn wir hier jetzt draufgeklickt haben, können wir zwischen einem Einzelfreistellungsauftrag und einem gemeinsamen Freistellungsauftrag wählen. Scalable Capital erklärt in dem Kästchen darunter auch nochmal kurz die Unterschiede. Wenn du jetzt mit dem Wort Freistellungsauftrag noch gar nichts anfangen kannst, schau dir gerne unser Video in der Infokarte an. Da wir als Einzelperson anlegen, wählen wir den Einzelfreistellungsauftrag. Hier können wir jetzt den Betrag von maximal 1000 Euro einstellen. An dieser Stelle von uns aber nochmal der Hinweis, dass dieses Video ein Tutorial und keine Anlageberatung ist. Wir haben jetzt 500 Euro eingestellt und machen weiter. Jetzt müssen wir nochmal unsere persönlichen Daten kontrollieren und da alle korrekt sind, können wir den Freistellungsauftrag jetzt einrichten. Jetzt müssen wir uns nochmal verifizieren per Fingerabdruck und schon sehen wir die Bestätigung, dass der Freistellungsauftrag erfasst wurde. Die 500 Euro sehen wir jetzt auch direkt im Menü. Schau dir jetzt gerne noch weitere Tutorials zu Scalable Capital in unserer Playlist in der Videobeschreibung an. Wir hoffen, dass wir dir mit dem Video helfen konnten und bis zum nächsten Mal.